Hallo, ich begrüße euch zu meinem neuen Video. Wie ihr seht, es geht darum, die Vampirverluste am ER zu testen. Bisher habe ich auch in verschiedenen Foren oder auch im YouTube nach einem solchen Video gesucht, aber auch keine oder kaum Informationen hierzu gefunden. Es gibt sehr viele Messungen, welche mit dem Tesla durchgeführt wurden, und da sind die Vampirverluste relativ hoch. Da er entweder die Batterie aufheizt, kühlt oder auch hin und da mal nach Hause funkt und Software-Updates runterlädt und Updates macht, durchführt. Und so muss man nach 2-3 Wochen auch schon mal langsam, dass doch größere Verluste am Tesla vorhanden sind. Wie sieht es nun mit dem E-Up aus? Das habe ich mich gefragt. Und deshalb habe ich jetzt nun diesen Test durchgeführt. Ich hatte das Auto hier 55 Tage in der Garage stehen und wöchentliche Auswertung gefahren. Den Test habe ich nun unter zwei Teilen aufgeteilt. Einmal die Auswertungen, die einzelnen Tests, die ich gemacht habe. Und der zweite Teil, der folgt der nächste Woche, da er doch relativ umfangreich ist, habe ich verschiedene Grafiken mit den Auswertungen jetzt zu präsentieren und ein Fazit. Ich hoffe, soweit gefällt euch dann das Video. Gut, kommen wir nun zum Test. Ablauf des Vampirtests. Ach übrigens, die Zeichnungen hat meine kleine Tochter für mich angemalt, damit ich das in dieser Präsentation vorführen kann. Start war am 9. Februar 2021. Ende am 4. April 2021, also 55 Tage, das sind dann etwa die 7 Wochen, fast 8 Wochen und 2 Monate. Auto war für diese Zeit, auch vor allem Corona-Lockdown bedingt, in der Garage bei 10 Grad Celsius abgestellt. Das Auto wurde sozusagen in dieser Zeit wirklich nicht bewegt. Das Einzige, was gemacht wurde, in etwa wöchentlich habe ich das Auto kurz eingeschaltet für 2 bis 3 Minuten und die Daten mit dem Car-Scanner ausgelesen, damit ich das jetzt präsentieren kann. Aha, hier kommt noch der Vampir rein. Okay, der erste Test nach 7 Tagen. Was wurde da alles noch durchgeführt oder welche Tests wurden gemacht? Also der ODZ-Dongle, damit ich den Car-Scanner, mit dem Car-Scanner-App die Daten auslesen kann, war immer angesteckt in dieser Woche. Ich hatte 2-3 Mal die Tür geöffnet, da ich im Auto was holen musste, und ich habe verschiedene Checks mit dem WeConnect App und RID durchgeführt oder mich verbunden. Das heißt, damit werden klarerweise auch Batterie verbraucht im Armee-Up. Start des ersten Tests war sozusagen am 16.02., eine Woche später, habe ich die Daten ausgelesen. Gestartet bin ich sozusagen mit dem Auto, wo ich es abgestellt habe, etwa mit 48%. Das sind ideale Verhältnisse. Bei 15% das Auto kann man hier ohne Probleme dann für längere Zeit stehen lassen, wie man dann rausfinden wird. Man sollte es eher nicht mit 80, 90 oder 100, vor allem nicht mit 100% längere Zeit stehen lassen. Okay, für die erste Woche gab es einen Verlust von 1,57 Prozentpunkten. Das sind dann 3,25%. In Kilowattstunden ausgedrückt sind das 0,58 Kilowattstunden. Bei der WeConnect sieht man, wurde mir angezeigt, ich habe noch 57% in der Batterie, das ist eine Restreichweite von 114 Kilometer. Da hatte ich in der ersten Woche keine Verluste, wurden mir angezeigt. Der zweite Test nach 14 Tagen, 2 Wochen. Ich hatte immer noch den OBD2-Dongle angesteckt, 2-3 Mal die Tür geöffnet hier und da und den Check über WeConnect App gemacht, wo ich mich 2-3 Mal verbunden habe in der Woche. Also der Test wieder nach weiteren 7 Tagen wird der Test nochmal durchgeführt. Gesamttest jetzt, Laufzeit sind 14 Tage. Was sind da die Differenzen? Also in der Woche habe ich dann wieder weitere 1,96 Prozentpunkte verloren. Das sind dann insgesamt ein bisschen mehr, 4,20 Prozent. Die Gesamtdifferenz ist hier dann
7,32%. In dieser Woche hatte ich dann knapp minus 0,72 Kilowattstunden Batterie verloren. Gesamt 1,30 Kilowattstunden in 14 Tagen. Auch am WeConnect App konnte ich die Daten so in etwa auslesen. 44% zeigt es mir nochmal jetzt an, das sind 3 Prozentpunkte in etwa 6% minus in 14 Tagen. Kommt in etwa aufs selbe hin, wie man hier sieht. Auch die Restreichweite sind etwa die 6,38% weniger, 7 Kilometer Restreichweite weniger. Kommen wir nun nach 20 Tagen, wurde wieder ausgelesen. Hier habe ich jetzt umgeschalten. Ich habe mir gedacht, ich mache einen Test, wo ich wirklich keine Aktivität am Auto habe. Das heißt, es ist kein Obligationszweidongel angesteckt, ich mache die Tür auch nicht auf. Es ist alles aus sozusagen. Also keine Aktivitäten und der rote Obligationszweidongel steckt auch nicht mehr im Auto. Er wurde nur angesteckt, wenn ich die Daten jetzt nur für die 2-3 Minuten ausgelesen habe. Dieser Test wurde jetzt nach 6 Tagen in dem Fall wieder vergangen und insgesamt 20 Tage. In dieser Woche hatte ich nur mehr eine Differenz von 0,79 Prozentpunkte. Das sind 1,77%, das ist relativ guter Wert. Man sieht hier in dieser Woche, ja, habe ich nur mal 0,30 sozusagen Kilowattstunden verloren. Das ist jetzt sehr, sehr viel weniger als wie noch letzte Woche, wo ich dann noch kurz noch zurückspringe. Da waren es 0,7 noch, das heißt über das Doppelte. Also man kann hier schon sehen, dass wenn man nichts, keine Aktivität hat, verliert man dann 0,29 Kilowattstunden in einer Woche mit dem E-App abgestellt. Mit der WeConnect App in dieser Woche konnte ich keine Verluste feststellen. Wurde immer 44% noch ausgegeben und die Restreichweite 107 Kilometer. Jetzt nach 28 Tagen, das ist in etwa die Halbzeit dieses Vampir-Verlust-Tests. Ich hatte jetzt auch noch in dieser Woche alles aus, also keine Aktivität. Der Test jetzt wurde nach 28 Tagen durchgeführt. Was sind da die Differenzen? In etwa dasselbe wie eine Woche vorher. Man sieht, hat sich ganz genau eingependelt bei 0,29 Kilowattstunden Verbrauch. Das heißt also, man kann schon nach diesen 2 Wochen sagen, wenn man keine Aktivität am Auto hat, verbraucht das Auto oder hat das Auto Verluste von 0,29 Kilowattstunden. Das sind dann 1,78% in etwa. Beim WeConnect App wurde mir auch hier ein kleiner Verlust angezeigt von 2 Prozentpunkten. In dem Fall in diesen 2 Wochen, wenn man die halbiert, dann stimmt das eh relativ gut überein. Das heißt, pro Woche dann die 2%. WeConnect ist da nicht immer so ganz sensibel, das heißt, sie geben auch die Prozente nicht in Kommastellen an. Auch die Restreichweite ist ein wenig gesunken. Der nächste Test, der 5. Test, nach 34 Tagen. Alles aus weiterhin. Die 3. Woche, wo ich wirklich keine Aktivität hatte. Ich wollte das jetzt nur einige Wochen testen, dass man da wirklich eine gute Aussage treffen kann. Was ist die Differenz? Wie auch in den letzten 2 Wochen vorher 0,29 Kilowattstunden Verbrauch. Das heißt, man kann es wirklich exakt sagen, pro Woche verbraucht er 0,29 Kilowattstunden, wenn das Auto steht. Also in diesen 3 Wochen hat er knapp unter 1 Kilowattstunden verbraucht. In 3 Wochen. Das ist eigentlich recht ein guter Wert, finde ich. Mit dem WeConnect App kann man ähnliche Daten auslesen. Auch 1 Prozentpunkt hat gesunken und ein wenig auch die Restreichweite gesunken. Der 6. Test nach 39 Tagen. Hier habe ich ein wenig umgestellt. Ich hatte immer noch alles aus, aber ich verbinde mich nun einmal täglich, oder einmal, nicht öfters, täglich mit der WeConnect ID App, damit ich die Daten auslesen kann. Einmal täglich, das heißt, wenn der Testzeitraum jetzt 5 Tage sind, 5 Tage, dann habe ich mich 5-mal verbunden, einmal täglich jeweils. Hier komme ich komischerweise sogar auf den besten Wert.
Warum das jetzt so ist, es kann sein, dass ich da beim Auslesen der Daten dann 1 Minute, 2 Minuten doch weniger verbunden bin. Auf alle Fälle, hier habe ich nur mehr 0,14 Kilowattstunden weniger im Akku. Das heißt, in dieser Woche hatte ich einen super Wert. Das heißt, man kann so auch die Schlussfolgerung ist auch, wenn man sich einmal oder täglich mit der WeConnect-App verbindet, mit dem Auto verbindet, um die Daten auszulesen, macht das gar nichts aus. Das braucht keine erhöhten Werte, sind da festzustellen. Das hat mich verwundert, weil ich dachte, wenn man sich verbindet, dann hat man doch mehr Verbrauch am Auto. Ähnliches gilt mit der WeConnect-App, wenn man sich verbindet. Jetzt nach 44 Tagen, jetzt habe ich mir gedacht, ich erhöhe mal die Verbindung mit der WeConnect ID-App. Ich verbinde mich dreimal täglich. Das heißt, dreimal täglich, 5 Tagen, 15 Mal habe ich mich verbunden insgesamt in 5 Tagen. Was ist da der Wert? Dasselbe. Deshalb stimmt meine Schlussfolgerung. Wenn man sich auch öfters mit der WeConnect ID-App verbindet, auch dreimal oder öfters, ist der Verbrauch oder ein Bierverlust nicht höher mit dem E-App. Das finde ich einen guten Wert. Wahrscheinlich startet er dann nicht extrem das Auto oder die Batterie wird so nicht belastet. In WeConnect ID habe ich da nur im Restreichweite einen kleinen Unterschied, 1 Kilometer minus, feststellen können. Der nächste Test brachte in 49 Tagen. Hier habe ich gemerkt, mit der WeConnect ID hat eigentlich also keinen Einfluss auf höheren Verbrauch. Jetzt mache ich mal einen weiteren Test. Ich öffne viermal täglich die Tür. Das heißt, man hört es ja auch selber, wenn man die Tür öffnet, schließt, dann hört man kurz den Motor oder beziehungsweise eine Batterie anspringen. Sozusagen, es wird irgendwas verbraucht im Auto. Dieser Test ist auch wieder nach 5 Tagen wiederholt worden. Also 4 mal 5, 20 Mal habe ich die Tür geöffnet in dieser Woche, in diesen 5 Tagen. Hier habe ich wieder einen höheren Verbrauch feststellen können. Also 0,43 Kilowattstunden habe ich in dieser Woche verbraucht. Das ist in etwa fast das Dreifache oder das Dreifache, was ich letzte Woche vorher verbraucht habe. Das heißt, das hat schon Einfluss, wenn man öfters ans Auto geht, die Tür öffnet, die schließt und das Auto länger Zeit stehen lässt. Aber es ist nicht extrem. Man kann es feststellen, dass es Einfluss hat, aber es hat keinen großen Einfluss. Jetzt den Abschlusstest nach 55 Tagen. Das ist jetzt der letzte Test. Da habe ich in dieser Woche, in diesen letzten 5 Tagen, habe ich alles ausgeschalten gelassen noch, aber auch den OBD2-Dongle angesteckt. Damit ich die Kardaten auslesen kann, habe ich ja nur den für die 2, 3, 4 Minuten angesteckt gelassen. Aber jetzt in dieser Woche dauernd. Das könnte die 12-Volt-Batterie ein wenig mehr belasten und vielleicht auch somit auch die Batterie doch mehr entladen. Mal sehen. Stimmt auch. In dieser Woche hatte ich dann in etwa fast das Dreifache, zwar Halbfache, wie eine Woche vorher, wo ich nur die Tür angeöffnet habe. Das heißt also, lässt man nun den OBD2-Dongle im Auto angesteckt, damit man eventuell verschiedene Daten mit einer App noch zusätzlich wie im CarScan auslesen kann, oder auch es gibt den OBD2-Dongle für einen VW. Dann ist der Verbrauch doch höher. 1,16 Kilowattstunden in dieser Woche. Das ist doch relativ hoch dann. Deswegen würde ich sagen, OBD2-Dongle nicht angesteckt lassen, wenn man das Auto längere Zeit stehen lässt. Bei WeConnect insgesamt kam ich dann auf 36%. In dieser Woche habe ich dann oder insgesamt habe ich dann doch relativ viel verbraucht. 23% hatte ich in den Zeitraum. Bei WeConnect ID hatte ich die Daten jetzt ausgelesen. Jetzt
die Restbatterie war nur mal 36%. Das ist die Netto-Batterie. Bei Carscanner habe ich immer die Brutto-Batterie ausgelesen. Aber man kommt zu ähnlichen Werten raus. Sozusagen 23% habe ich da in 55 Tagen Batterieverluste, Vampirverluste mit der V-Connect ausgelesen. Im Carscan ausgelesen waren das auch 22,78%, auch knapp die 23%. Klar, wenn man jetzt den Test nur machen würde für die 3 Wochen, wo ich keine Aktivität hatte, wären das viel, viel weniger Verluste. Die Restreichweite ist auch gesunken, auch in etwa 20%, das heißt, ich hatte minus 23 Kilometer und Restreichweite nur mal 91 Kilometer, nach 55 Tagen aber, muss man sagen. Nun kommen wir zur kurzen Zusammenfassung dieses Vampirverlusttests. Also, die Vampirverluste, was sind diese nach 55 Tagen? Mit der Carscanner-Messung ergab ca. 11 Prozentpunkte gab es Verluste. Das sind dann 22,78% von den. Und das sind 4,04 Kilowattstunden. V-Connect kam ich auf ähnliche Werte. Diese sind dann 11 Prozentpunkte gesunken und das sind 23% von den 47 auf 36% gesunken sozusagen. Und die Restreichweite ist auch um 23 Kilometer gesunken, das sind dann 20%. Das jetzt zur kurzen Zusammenfassung. Nächste Woche gibt es ein neues Video zu den Vampirverlusten, wo ich euch dann die einzelnen Wochen, Tage mit Grafiken präsentiere. So kann man das besser auslesen, wo man welche Verluste hatte. Aber im Allgemeinen kann man sagen, der EAP hat sich da recht gut geschlagen. Die Verluste halten sich in Grenzen. Das heißt, man braucht wirklich keine Angst haben, das Auto 2 Monate stehen zu lassen. Die Verluste, wie man hier sieht, sind ja nur 4 Kilowattstunden. Klar, es kann Einfluss haben, welche die Außentemperatur ist, dass wenn da minus 10 Grad sind oder plus 30, 35 Grad, das wäre dann nicht so ein idealer Zustand. Aber im Allgemeinen verhält sich der EAP hier sehr, sehr gut, auch wenn man jetzt dann V-Connect ID hier und da mal draufschaut, das hat keinen großen negativen Einfluss, überhaupt nicht. Ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen. Über jedes Daumen hoch würde ich mich freuen. Und lasst auch gerne Kommentare hier. Das wäre super, damit ich auch weiß, was euch hier eventuell nicht so gut gefallen hat, was ich besser machen kann und welche Videos ihr noch gerne haben möchtet. Welche Auswertungen vor allem. Und für ein Abo würde ich mich sehr, sehr freuen. Danke, ciao, euer Elektroauto-Kanal.